Herr Strohm, wir haben Sie heute besucht, weil Sie ja der international weltweit anerkannte Experte sind, der sowohl für Bundestag als auch UNO, US-Senat und weitere Behörden beratend tätig waren. Und es hat ja gewundert, warum Sie in der öffentlichen Presse bisher nicht gehört wurden. Warum fragt man Sie nicht als Experte über Ihr großes Wissen? Das hat mich allerdings auch gewundert. Ich habe also die 10 Tage nach dem Unfall in Japan, habe ich mindestens 100 Telefongespräche, Fax und so weiter versandt, um auf einige Fehler hinzuweisen in der Berichterstattung. Aber man hat mir entweder gesagt, man ruft zurück und hat mich abgewimmelt. Aber einer kritischen Sendung in der ARD hatte dann doch Klartext gesprochen und mir gesagt, ich würde gerne etwas mit Ihnen machen, aber dann brauche ich grünes Licht von oben. Sie sind einfach zu gefährlich, Sie wissen zu viel. Und dann könnte das ganze Kartenhaus der Lügen zusammenbrechen. Die einzigen, die sich bei mir gemeldet haben, war die Rote Fahne und hat ein Kurzinterview gemacht. Das ist bemerkenswert, weil ich ja im Internet von ESOWATCH und auch Wikipedia gerne in die rechte Ecke gestellt werde. Und das hat dann zu Heiterkeitsanfällen bei den Redakteur von der Rote Fahne geführt. Ja, was sagen Sie überhaupt zu der Entwicklung in Japan? Über die Berichterstattung, die wir so genießen? Ja, das ist völlig klar. Am Anfang kamen noch ein paar Grüne rein, aber auch unter dem grünen Ökomäntelchen waren einige knallharte Lobbyisten der Atomenergie, die da ein bisschen Kreide gefressen haben. Aber mittlerweile hat die Atomlobby die ganze Berichterstattung übernommen. Und das ist nicht zu unterschätzen, was für eine Macht die haben. Ich kann da eine kleine Episode zu erzählen. Im Jahre 1974 habe ich für den Innenausschuss des Deutschen Bundestages ausgesagt. Und wann immer die Professoren etwas sagten, haben sie zu Professor Dr. Heinrich Mandel geguckt. Das war der Chef der Rheinischen Westfälischen Elektrizitätsgesellschaft, der dann entweder mit dem Kopf nickte oder mit dem Kopf schüttelte. Das eine hieß Beförderung, das andere hieß Ende der Karriere. Und ich bin dann mit Herrn Mandel aneinander geraten. Er hat behauptet, ich wäre ein dummer Junge, der hier einen Haufen Unfug und Lügen erzählt. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Professor, wir sind doch hier nicht, um uns zu beleidigen. Und alles, was ich hier von mir gebe, habe ich ja schriftlich eingereicht mit den entsprechenden Literaturangaben. Zum Beispiel amerikanischer Senat, amerikanischer Kongress, die Atomic Energy Commission, das General Accounting Office oder Nucleonics Leaks oder Health Physics. Aber Sie erzählen hier Dinge, die Sie nicht belegen können. Trotzdem würde mir meine gute Kinderstube verbieten, Sie als Lügner zu bezeichnen. Wir sind doch hier, um uns um die Dinge zu unterhalten und sie zu erörtern und zu einem vernünftigen Schluss zu kommen. Der Herr Mandel hatte die Größe, ist dann aufgestanden, um die Tische rumgegangen, um mir demonstrativ die Hand zu drücken und hat dann gesagt, ich bin auch dafür, dass der Strom effektiver genutzt wird, aber ich meine nicht den Holger, der ist schon gut genug. Und jetzt kommt's. Dann hat er zur ARD Tagesschau so gemacht und auf mich gezeigt. Und die haben sich sofort auf mich gestürzt und ich war mit 8 Minuten über Sabotage und nuklearen Terrorismus abends in der Tagesschau drin. Das hat gezeigt, dass der die Medien dirigiert nach Belieben. Ja, und einen Herrn Mandel gibt es nicht mehr, der ist an Krebs gestorben, hat wohl seinen Kopf zu häufig in den Reaktor gesteckt. Und seitdem gibt es keinen Menschen dieser Größe mehr, den man als Gegner hat. Ja. Nun ist es ja schon bekannt in der Anti-Atom-Szene, ich bin ja auch lange Jahre tätig gewesen. Ihre Bücher sind bekannt seit den 70er Jahren, da haben Sie schon gewarnt über viele Dinge, die Sie nachher bewahrheitet haben. Sie haben ja dieses Buch Friedlich in die Katastrophe 2-mal aufgelegt, soviel ich weiß, und mit einer Stückzahl, ich meine um die 300.000, ist das verbreitet worden und wurde begierig zur Hilfe genommen von den Atomgegnern. Das sind ja gewaltige Erfolge, die Sie quasi für uns Menschen hier getan haben, dass zumindest nicht noch mehr Atomkraftwerke hier gebaut werden konnten. So ist ja Wiel zum Beispiel verhindert worden und viele, die Sie geplant haben, sind dann doch durch den Widerstand und durch die gute Begründung, die man aus Ihren Büchern ziehen konnte, doch verhindert worden.
Das ist doch so. Ne? Ich habe 80 Bücher rundgeschrieben, 40 fielen gleich der Zensur zum Opfer. Weitere 40 sind da veröffentlicht worden. In jedem ist irgendwie zumindest mit einem Kapitel über die Atomenergie geschrieben worden. Ich habe dann auch kleinere Sachen, so wie diese. Das hat immerhin 1 Million ist das verkauft worden. Oder Friedlich in die Katastrophe, dieser 1300 Wälzenseiter, der mit 4000 Literaturangaben hat, und wir haben seinerzeit 4000 Exemplare per Einschreiben an alle in unserem Lande geschickt, die etwas zu sagen haben. Die Leute sind dort namentlich genannt worden, und gleichzeitig haben wir ganzseitige Annoncen im Stern, Zeit, Spiegel, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau und so weiter geschaltet, wo wir dann einzelne Minister angegriffen haben. Ich lese das mal hier vor vom Stern. Herr Apel, der war damals Verteidigungsminister. Sonst erfahren wir ja immer, wie die Bundeswehrmanöver ausgegangen sind. Im neuen Buch Friedlich in die Katastrophe lesen wir nun von Manövern, bei denen es um Atomkatastrophen geht. Da habe der Nord-Ostsee-Kanal als Grenze gedient, hinter der radioaktiv verstrahlte Männer, Frauen und Kinder zurückgehalten werden müssten. Über die Brücken kämen keine Menschen, da stünden Panzer mit Schießbefehl. Haben Sie uns deswegen nichts von Manövern gesagt, weil es da keine Gewinner geben konnte? Und dann geht es weiter, Strom weiß, wovon er spricht. Er war Industrieberater in USA, Kanada und Deutschland und so weiter und so fort. Holger Strom wurde vom Deutschen Bundestag und verschiedenen UNO-Gremien als Sachverständiger für Atomenergie gehört. Er wurde abgehört und hin und wieder von Leuten bedroht, die sich vor der Tür als Polizeibeamte auswiesen. Das Ausmaß der Schikanen, die ich in 41 Jahren erlebt habe, ist einfach nicht vorstellbar. Jegliche Sauerei bis hin zum Mordanschlag sind versucht worden, um mich zum Schweigen zu bringen. Allerdings sachlich auseinandergesetzt mit meinen Argumenten, mit den Literaturangaben, wurde es nie. Ich bin immer nur diffamiert worden. Und da sind Dinge passiert, die sind so unglaublich, die keiner glauben will. Nicht in unserem Land, aber wenn man sie selbst erlebt, dann sieht man das natürlich anders. Ich möchte da auch nicht groß drauf eingehen. Ich bin auch leider nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist. Ich habe hier mal einen Artikel bei Raum und Zeit veröffentlicht, im Visier der Atomlobby, wo viele solcher Schicksale beschrieben wurden. Raum und Zeit, die Besitzerin ist eine Dänin, da kann man nicht so die Daumenschrauben andrehen, denn sonst steht in dänischen Zeitungen Zensur in Deutschland. Also ist da noch ein kleiner Freiraum, und das sind die einzigen, die es sich getrauen, mit mir noch etwas zu machen. In Europäische Ideen, diese Zeitschrift kommt in London raus, von den Nachkommen von intellektuellen Juden, die unter Hitler das Land verlassen mussten, wurde dann darüber im Jahre 2010 berichtet. Und zwar, ich lebe zum Teil in Portugal, weil ich da in ein 10-jähriges Exil musste, weil man mir gedroht hat, dass sonst meine beiden kleinen Söhne verunglücken könnten. Das steht übrigens in meinem weiteren Buch Die stille Katastrophe im Vorwort drin. Und fahre also öfter mal hin und her, und ich bin nie kontrolliert worden. Im Jahre 2008, 2009 wurde ich in jedem Land von ein halbes Dutzend bis Dutzend Zöllnern und Polizisten mit Sprengstoffhunden und Rauschgifthunden mein Auto auseinandergenommen. Und als ich nachgefragt habe, worum es ging, hat man die Auskunft verweigert. Aber ein spanischer Kommandante, der erzählte mir dann, wo ich in Portugal wohne, dass meine Kinder dort zur Schule gegangen sind. Er wusste alles über mich und hatte aber anscheinend Sympathien für mich. Er sagte, er verurteilt das nur wegen der, weil ich Atomgegner bin, solchen Schikanen ausgesetzt bin. Und in Deutschland wartet man dann schon immer auf dem Standstreifen der Autobahn, bis ich dann komme. Dann setzt sich ein Polizeifahrzeug vor mir hin und dann geht das Licht an, bitte folgen.
Und dann bin ich auf einen Parkplatz rausgeleitet worden und da standen schon über 30 Polizisten, die auf mich warteten mit Hunden. Und ich sagte, nun sucht mal schön, die anderen haben auch nichts gefunden. Bin dann auf die Toilette gegangen und zurückgekommen und dann stand da eine junge Beamtin abseits und ich sagte, oh, das ist aber ein gewaltiger Aufwand hier. Ja, wir suchen Terroristen, Waffenhändler und Rauschgifthändler im großen Stil. Und da habe ich gefragt, wie passe ich denn da rein? Und dann hat sie mir gesagt, ja, Sie sind im Europol-Computer. So einen Einfluss hat die Atomlobby, dass sie alles mit einem machen kann. Und darüber hat dann Europäische Ideen geschrieben und gesagt, wenn man mir dann noch was ins Auto reinlegt und ich dann im Knast in Spanien oder Frankreich dann dahin schimmele, wird sich keiner um mich kümmern. Und im Hinblick auf die ganzen Schikanen, die man mir angetan hat, schrieben sie, ich würde in Deutschland so behandelt, wie die Nazis die Juden behandelt haben. Europäische Ideen ist eine sehr seriöse Zeitschrift, wo Clinton, Carter, Mandela, Chavez und so weiter die ganzen Nobelpreisträger schreiben. Also keine Zeitung, die aber so ungeheuer kritisch ist, dass sie in London rauskommen muss. In Deutschland wäre sie längst verboten. Ich habe noch eine Frage, und zwar in Amerika hat es eine wissenschaftliche Untersuchung schon Anfang der 60er Jahre gegeben, wobei als Endresümee letztendlich stand, durch einen mittelschweren GAU kommen immer in etwa die Hälfte des radioaktiven Inventars ans Licht oder wird verbreitet und durch einen einzigen Unfall dieser Art kann eine kleinere Nation vernichtet werden. Sie haben da, glaube ich, ein Papier, was an Goffman ging. Vielleicht sagen Sie da noch mal kurz was dazu. Ja, nicht nur eine kleine Nation. Also wenn in Deutschland wir einen Reaktorunfall hätten und die Brennelemente schon etliche Jahre im Reaktor gewesen wären, würde die ganze Nation davon betroffen und auch noch andere drumherum. Ist ja im Zusammenhang mit den Vorfällen in Japan viel gelogen worden, viel weichgespült und verniedlicht worden. Das fängt schon dabei an, dass so etwas ja nie passieren kann. Wir sehen, wie es passiert ist. Und hier ist ja nicht nur ein Reaktor, hier sind 6 Reaktoren betroffen. Und da hat man gesagt, das wäre aber viel harmloser als in Tschernobyl. Das stimmt nicht. Tschernobyl war ein Militärreaktor. Dort hat man Waffenplutonium für die Atomwaffe hergestellt. Und das heißt, wenn man die Brennelemente zu lange im Reaktor lässt, wird aus Plutonium 239, 240, 241, 242. Das sind sogenannte Isotopenverunreinigungen. Und zwar deswegen, weil die mit den geraden Zahlen, also 240, 242, sich nicht spalten lassen. Dadurch wäre eine Atombombe nicht effektiv oder würde gar nicht erst zünden, weil nicht genügend spaltbares Material drin ist. Und deswegen war Tschernobyl eine Spezialkonstruktion, wo man während des Betriebes ständig die Brennelemente austauschen kann. Die wurden dann von 1 bis 4 Wochen drin gelassen. Das heißt also, da ist kaum Radioaktivität drin gewesen. Bei uns sind die Brennelemente bis zu 6 Jahren drin, werden mit einem höheren Abbrand gefahren, dadurch geht die Strahlung exponentiell hoch. Zum Beispiel das Atomkraftwerk Krümmel ist doppelt so groß wie das in Tschernobyl. Das heißt also, nach 6 Jahren Betriebsdauer könnte dort das 1000-fache drin sein. Und die Reaktortypen, die wir hier haben, zum Beispiel in Krümmel oder Brunsbüttel, sind deckungsgleich mit denen, die in Fukushima sind. Die sind in Lizenz von General Electric gebaut worden, wie die unsrigen. Und wir haben ja gesehen, was dort passiert. Nun hat man uns gesagt, davon werden wir nichts abkriegen. Immer wieder in der Presse, hier habe ich zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine, dort heißt es, keine Gefahr für Deutschland. Im Reaktorblock Nummer 3 ist über eine Tonne an Plutonium. Wenn die verdampft, steigt sie auf, wird mit dem Wind vor sich hergetrieben, bildet zum Teil Kondensationskerne für Regentropfen und spätestens nach einigen Wochen regnet das bei uns ab. Dann verdunstet das wieder, dann regnet es wieder ab und so weiter. Plutonium hat
ungefähr eine Halbwertszeit von 25.000 Jahren. Jeder Mensch, der dieses Plutoniumteilchen, und sei es noch so klein, in sich aufnimmt, wird 100% Krebs kriegen. Und wenn er dann verbrannt wird, die Leiche, oder vergraben wird, kommt dieses Teilchen wieder zurück, kann vom nächsten Menschen aufgenommen werden und so weiter. Professor Dr. John Goffman war ein guter Freund von mir und er war Direktor der Atomenergiekommission in Amerika und zuständig für die Plutoniumforschung. Als er herausfand, wie gefährlich das Ganze ist, ist er zum Gegner geworden und er sagt, dass 1 Milliardstel Gramm bereits zu 100% zu Krebs führt. Die Niedrigstradioaktivität wird ja bei uns ständig verniedlicht. Da heißt es, die ist gesund, die stimuliert das Immunsystem oder aber die Toleranzwerte wurden nicht überschritten, also kann da gar nichts passieren. Das ist ein hanebüchener Unsinn und zwar stammt diese Aussage nicht von mir, sondern von zwei Herren, Robert Minogue und Karl Goller. Die sind die Direktoren des Office of Standards Development bei der US Nuclear Regulatory Commission, also die Ranghöchsten, die den Toleranzwert festsetzen. Und sie behaupten in diesem Brief von 1978 an John Goffman, dort steht drin, es gibt keinen sicheren Toleranzwert, der vor Schaden schützt. Das Risiko beginnt bei dem ersten Becquerel. Und sie wehren sich gegen diesen Propaganda-Unfug, den die Atomlobby in die Welt gesetzt hat und in den sich in Deutschland die Wissenschaftler, Behörden und Atomlobby drauf beruft. Jede Strahlung führt zu Schäden. Und Plutonium ist extrem gefährlich und giftig und nicht beherrschbar. Als weiteres sind in diesen japanischen Reaktoren auch abgebrannte Brennelemente, die mehr Radioaktivität enthalten als die anderen 6 Reaktoren zusammen. Die Reaktoren sind außer Kontrolle geraten. Man versucht jetzt von oben durch Helikopter oder mit Wasserwerfern Wasser drauf zu sprühen. In dem Reaktorkor, das dann eben von dem Druckbehälter umgeben ist und von der Betonhülle, hängen 4 Meter lange Stäbe, die ungefähr daumendick sind, wo die Brenntabletten drin sind. Wenn die anfangen zu schmelzen, verschmilzt das mit diesen Hüllen, die aus Zirkonium bestehen, und dann bilden sich durch chemische Reaktoren Sprengstoffe. Zusätzlich wird das Wasser, das Kühlwasser, durch die Strahlung aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, dann bildet sich Knallgas, also eine gefährliche Mischlage. Und wenn die anfangen zu schmelzen, auf mehrere tausend Grad sich erhitzen, dann kann man gar nicht mehr richtig kühlen, vor allen Dingen, wo hier die ganzen Röhren abgeschert wurden, kommt eigentlich gar kein Wasser mehr von unten rein. Man versucht es also von oben, dann geschieht das sogenannte Filmsieden. Das heißt, wenn ich auf eine rotglühende Herdplatte spucke, dann tanzt die Spucke irgendwie Zentimeter hoch, die kommt gar nicht mehr runter. Nun haben wir hier aber mehrere tausend Grad heiße Masse. Wenn jetzt also das von oben raufkommt, bildet sich eine Dampfblase. Das heißt, das Wasser kommt gar nicht mehr ran. Gott sei Dank, kann man sagen. Dann bildet sich Knallgas. Wenn nämlich das Wasser, das kalte Wasser, auf diese mehrere tausend Grad verschmolzene Masse kommt, entstehen so gewaltige Explosionen, die den Reaktor zerreißen. Und zum Teil ist das ja auch geschehen. Nun wird immer wieder verharmlost, ja, da wäre ja gar keine Strahlung rausgekommen und völlig harmlos. Natürlich keine Gefährdung für die Bevölkerung, das hören wir ja regelmäßig. Ob Dioxin im Essen ist oder Strahlung rauskommt, es ist alles immer so gesund. Keiner kommt zu Schaden. Natürlich kommen diese Leute zu Schaden. Und wie? Wir wissen, dass sogar in Tokio das Grundwasser verseucht ist. Da sind also beträchtliche Mengen rausgekommen. Gott sei Dank ist wohl der größte Teil
aufs Meer hinausgetrieben worden. Es werden in Zukunft Millionen Menschen in Japan Krebs bekommen. Eine Krankheit übrigens, als ich Kind war, gab es die kaum. Da waren nur alte Menschen, die davon betroffen werden. Heute erkrankt jeder Zweite und jeder Dritte stirbt dran. In einigen Jahrzehnten wird jeder an Krebs erkranken und vermutlich jeder Zweite dran sterben. Aber das ist noch nicht einmal das größte Problem daran. Denn das Schlimmste ist, dass wir so sorglos mit Strahlung umgehen, dass wir sogar radioaktiven Müll in Form von Uranmunition verschießen, jetzt im Augenblick in Libyen, vorher in Afghanistan, in Irak, in Somalia, im Kosovo und so weiter. Und Frieda Wagner hat diesen Film gemacht, Todesstaub. Frieda Wagner hat dafür den Grimme-Preis in Silber und Gold bekommen und den Europäischen Fernsehpreis und danach ein Berufsverbot. Und 12 Journalisten, die über diesen Fall geschrieben haben, haben auch sofort Berufsverbot bekommen. Und worüber schreibt Frieda Wagner bzw. berichtet er dort? Dass bei dem Aufprall der Uranmunition, also Atommüll im Grunde, der verdampft bei hoher Temperatur und kleine Nanopartikelchen erzeugt, die sich überall verteilen und mit dem Wind vor sich hergetrieben werden. Überall dort, wo die Uranmunition eingesetzt wurde, hat es schreckliche Missgeburten danach gegeben, Waldstrahlung die Gene zerstört. Und in einigen Gebieten gibt es nur noch Missgeburten. Es kommen gar keine gesunden Kinder mehr zur Welt. Ich möchte hier mal ein paar zeigen, die so entsetzlich sind, dass in einigen Fällen man gar nicht mehr die Babys als Babys erkennen kann, weil sie eigentlich nur noch ein riesiges Geschwür sind und gar nichts mehr mit irgendwelchen Babys zu tun haben. Ja, und das wird eben leider in der breiten Presse überhaupt nicht erwähnt. Diese ganze Atomgeschichte mit der Uranmunition. Ich weiß, also ich bin ja 17 Jahre bei Greenpeace gewesen. Wir haben bei der ersten Veranstaltung, sag ich mal, die im Irak stattfand, also der erste Irakkrieg, da wurde noch berichtet, dass also 400 Tonnen Uranmunition schon verschossen worden sind. Heute hört man gar nichts mehr davon. Also selbst Greenpeace hält sich aus dieser Thematik raus, sowohl Greenpeace International als auch Deutschland. Man erfährt da nichts drüber, traurigerweise. Es sind mittlerweile fast 100.000 Tonnen verschossen worden. Es ist ein satanisches Verbrechen der schlimmsten Art, weil das eigentlich bedeutet, dass in Zukunft kein höheres Leben mehr möglich ist. Und die Atomenergie, die ja diese ganzen Substanzen, ja, man muss sich's vorstellen, da wird Atommüll verschossen. Aber bei uns kann auch niedrig- und mittelaktiver Müll auf Hausmülldeponien verscharrt werden. Die einzige Auflage, die Behörden gemacht haben, ist, jeglichen Innenhinweis, woher das kommt, zu beseitigen. Oder wenn wir mal daran denken, was die Mafia mit dem Atommüll macht, vor Italiens Küste sind 28 Schiffe versenkt worden, voll mit Atommüll. Und in Neapel, wo die Leute auf die Straße gegangen sind wegen dem Müllskandal, weil so viele Krebsfälle entstehen rund um die Verbrennungsanlage, ja, das war deswegen, weil die Mafia in dem Hausmüll Atommüll verbrannt hat. Die Italiener sind auf die Straße gegangen, deswegen darf das dort nicht mehr geschehen. Jetzt wird dieser Müll nach Deutschland geschickt und wird hier verbrannt in Brunsbüttel und überall in den Müllverbrennungsanlagen. Gelegentlich finden die Behörden Müll, also in dem Müll Atommüll und schicken ihn ja wieder zurück. Aber wie viel flutscht da durch die Kontrollen durch? Die Atomindustrie ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und dazu möchte ich jetzt mal drei Zitate geben. Unter anderem das erste von der CDAK, den christlichen Demokraten gegen Atomkraft, also CDU-Mitglieder. Dort heißt es, die Atomindustrie und ihre roten, grünen, schwarzen und gelben Helfer sind Massenmörder. Das nächste Zitat ist von Professor Dr. Dr. Wladimir Tschernosenko. Der war der wissenschaftliche Leiter der Aufräumarbeiten in Tschernobyl
und wurde von Gorbatschow eingesetzt. Er sagt, in Zukunft werden die Folgen der Atomenergie verheerend sein. Die Gräuel eines Herrn Stalin und Hitler werden dagegen völlig verblassen. Und das nächste Zitat ist von Professor Dr. 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 Johannes Ude, Professor für katholische Moraltheologie und enger Freund Albert Schweitzers. Er sagt, die Verwendung der Atomenergie ist ein Verbrechen an der gesamten Menschheit. Und Verbrecher sind die, die solche Atomreaktoren bauen. Sie fördern und verteidigen und die Lüge verbreiten, dass Atomzertrümmerung in den Atomreaktoren harmlos ist. Weil ich mich diesen Aussagen voll anschließen kann, weil ich es nicht verantworten kann, dass wir unsere Kinder und Kindeskinder ausrotten mit einer Brutalität im vollen Wissen. Denn wie gesagt, wir haben dafür seinerzeit gesorgt, dass jeder Bescheid wissen kann, werde ich seit über 40 Jahren verfolgt und terrorisiert. Und ich sehe, ich bin nicht der Einzige. Ich habe hier ein Buch, Zensor USA, in dem ein Dutzend der hochdekoriertesten Journalisten aus Amerika schreiben, wie knallhart in den westlichen Ländern zensiert worden. Die sind also zum Teil mit Dutzend Auszeichnungen übersät worden, richtig? Und haben gesagt, wir hätten uns nie vorstellen können, dass es so etwas wie Zensur gibt. Wir hätten jeden ausgelacht, der das behauptet, bis wir ein Thema am Wickel hatten, was Behörden oder große Firmen involviert hat. Und sofort kam es. Unsere eigenen Kollegen in der New York Times oder Washington Post oder Wall Street Journal sind über uns hergefallen als Verschwörungstheoretiker. Wir sind verklagt worden, wir bekamen Berufsverbot und dann kamen die Mordanschläge. Und sie sagen wörtlich, der Unterschied zwischen den westlichen und Demokratien und dem Hitlerreich, dem Naziterror, existiert nicht. Es ist das Gleiche, nur dass die Methoden verfeinert worden sind. Wir brauchen heute keine KZs mehr. Es reicht, indem man mit Arbeitsplatzverlust droht. Es reicht, indem man Leute lächerlich macht. Oder indem man sie terroriert, indem man sagt, deine Kinder könnten verunglücken. Und so wird alles zum Schweigen gebracht, dass die Presse bei diesem unwürdigen Spiel mitmacht. Betrübt mich sehr, aber verwundert mich nicht. Auch unter Hitler und in der DDR hat die Presse mitgespielt, haben Wissenschaftler mitgespielt, wollten Folter wissenschaftlich begleiten. Ich muss eigentlich sagen, dass der Mensch leider nicht gut ist, jedenfalls viele von ihnen, und dass diese Negativauslese nach oben kommt in der Wirtschaft und in der Politik. Piero Roccini war der Chefanalytiker des italienischen Senats und des Parlaments. Und als er pensioniert wurde, hat er ein Buch geschrieben, das hieß Neurose der Macht, in dem er schreibt, dass die Hälfte der Politiker geisteskrank ist, und zwar schwer geisteskrank, unter schwerem Narzissmus leidet, und dass ausgerechnet diese Personen eine Nation anführen. Und das Gleiche gilt leider auch für die Spitzen in der Wirtschaft. Da kommt die kriminelle Energie zusammen mit dem Wahnsinn, und das ist der Grund, warum wir Menschen gefährdet werden. Und wenn wir nicht wollen, dass so etwas passiert, dass wir in Zukunft in einer Reaktorkatastrophe vernichtet werden, bei dem ein einziger Reaktorunfall schon ausreicht, um die Bundesrepublik ein für alle Mal unbewohnbar zu machen, und wir alles verlieren, nicht nur unser Vermögen und unsere Güter, sondern auch die Gesundheit und eventuell unsere Kinder und die danach, wenn sie überhaupt überleben, so schreckliche Missgeburten hervorbringen können, dann müssen wir anfangen, uns zu wehren. Und der erste Schritt hierfür ist, dass wir uns bilden müssen. Ich habe jetzt in meinen 41 Jahren, seitdem ich aus Nordamerika wieder kam und hier tätig war, gemerkt, dass
bei jedem Mal Tschernobyl, wir hatten ja schon Feuerunfälle, wir hatten einen in Küstem, 58, wir hatten den Windscale-Unfall in England, wo die ganze Radioaktivität auf die Irische See getragen wurde. Die beiden Unfälle wurden ja geheim gehalten, die haben wir ja nie erfahren. Dann kam der nächste in Three Mile Island, der ja noch glimpflich, einigermaßen glimpflich abgelaufen ist. Dann der in Tschernobyl und dann jetzt in Japan. Und jedes Mal haben Leute demonstriert, sind Tausende auf die Straße gegangen und ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später setzt das Kurzzeitgedächtnis aus oder die Resignation und nichts passiert mehr. Aber die Menschen, die wussten, warum sie gegen Atomenergie sind, weil sie eben sich die Mühe, der Mühe unterzogen haben, so ein Buch zu lesen, und das gibt es im Antiquariat. Leider gibt es von mir keine Bücher mehr. Also Bücher schon, aber nicht zu der Thematik jetzt, ne? Insgesamt, ich bin ja unter Totalzensur. Die kriegt man bei Amazon fast geschenkt im Antiquariat. Und man muss sich die Mühe unterziehen, so etwas zu lesen, so wie die Leute seinerzeit das in Wiel gemacht haben, in Brockdorf und in Grone und danach auf die Straße gegangen sind, über 100.000 Menschen, weil sie wussten, es geht um ihre Existenz, es geht um ihr Leben, es geht um ihre Gesundheit. Und wenn wir das nicht kapieren, dann sind wir dem Untergang geweiht, denn Politik und Behörden werden uns davon nicht schützen. Ja, Herr Strom, Sie sind ja ein unermüdlicher, jahrzehntelanger Kämpfer für die Menschheit letztendlich. Und Sie haben immer noch nicht resigniert. Ich finde das bewundernswert. Und Sie haben ja auch ein neues Projekt am Laufen seit Monaten. Arbeiten Sie an einem Atomfilm. Wollen Sie da nochmal etwas zu sagen? Ja, weil eben die Medien die Wahrheit nicht über die Atomenergie sagen, habe ich mit jungen Menschen, der Regisseur ist ein Pole, von den drei Kameraleuten kommt einer aus Russland, der andere aus Österreich, der andere aus Portugal, in internationalen Zusammenarbeit mit den besten Wissenschaftlern in Deutschland. Greenpeace ist auch dabei, mit Bürgerinitiativen und Politikern zusammen einen Film gemacht, der im Spätsommer wohl da sein wird. Und das wird ähnlich wie Friedlich in die Katastrophe, der wird auch unter dem gleichen Titel laufen, werden wir versuchen, all diese Problematik möglichst wissenschaftlich nüchtern von uns geben. Es war interessant zu hören, dass diese gestandenen Atomgegner, Professoren, Doktor und so weiter, dass die fast alle schikaniert und zensiert worden sind. Unter anderem sind auch Professor Dr. Hermann Scheer dabei, der große Mann in der SPD, der sich für Alternativenergien und gegen Atomenergie eingesetzt hat und der leider letzten Sommer gestorben ist, ein Verlust, der nicht mehr wieder gut zu machen ist, aber auch Michael Müller oder Professor Michael Müller, der auch Staatssekretär im Bundesumweltministerium gewesen ist und ein immenses Wissen hat, aber auch Politiker wie Trittin oder Bärbel Höhn, Bürgerinitiativen und dann auch die wir aus dem Fernsehen kennen, zum Beispiel Dr. Flugbeil oder Professor Dr. Lengfelder oder. Daraufhin möchte ich noch auf ein Schicksal hinweisen. Inge Schmitz Feuerhake, Professor Doktor, Radiologin und Ärztin, hatte seinerzeit darauf hingewiesen, dass die Gegend um Krümmel verseucht ist und dort ja sehr viele, übrigens die Gegend ist, wo am meisten Kinder an Krebs in der ganzen Welt sterben. Man hat versucht, diesen Vorfall zu vertuschen, mit allen Mitteln. Inge Schmitz Feuerhake hat darauf hingewiesen, dass es sogenannte Pack-Elemente Plutonium, Americium, Curium, eines gefährlicher als der andere, in Form von kleinen Kügelchen drunterum verteilt wurde. Sie wurde lächerlich gemacht und von den Medien gnadenlos geschlachtet. Sie ist rausgeflogen,
aus der Universität. Man hat sie sowas von fertig gemacht. Und Jahre später wurde alles bestätigt durch unabhängige Institute, zum Beispiel aus Kiew, die nun sehr viel Erfahrung mit der Materie haben. Sie haben ja das Atomkraftwerk Tschernobyl vor der Nase gehabt. Aber das stand dann nicht mehr in den Medien drin. Es war eine Rufschädigung ungeheuren Ausmaßes. Diese sogenannte Leukämie-Kommission, Professor Dr. Ottmar Wassermann, ehemaliger Leiter des Toxikologischen Instituts der Universität Kiel und ein sehr kluger Mann mit vielem Wissen, der übrigens auch in unserem Film mit drin ist, hat dann als Vorsitzender der Leukämie-Kommission darauf hingewiesen, dass wohl in Geesthacht illegale Experimente mit Kleinstatombomben durchgeführt worden sind und sich dabei ein Unfall ereignet hat. Als das herauskam, hat man versucht, sie nur noch zum Schweigen zu bringen. Zum Beispiel durfte sie die Polizeiakten nicht einsehen über den Vorfall. Sie durften nicht die Unterlagen der Feuerwehr, die sind angeblich verbrannt worden, einsehen, weil die Feuerwehr vom bläulichen Licht gesprochen hat, also das auf Radioaktivität schließen lässt und dass es dort eine Explosion gegeben hat, bei der also das Gebäude zerfetzt worden ist, zumindest alles, was an Fenstern und sonst wie drin war, ist einfach alles rausgeflogen und mit einem blauen Brand und. Er ist dann mit der ganzen Kommission, außer der Atomlobby, die da auch drin vertreten worden, zurückgetreten. Und heute hat er sich völlig zurückgezogen, weil er meint, das hat keinen Sinn mehr. Er möchte nicht weiteren Anfeindungen ausgesetzt werden. Das heißt, selbst Leute, die charakterlich, die ich sehr achte und verehre, es in diesem Land ungeheuer schwierig haben, wenn sie die Wahrheit versuchen zu ergründen. Ich habe noch mal eine Frage, auch was jetzt die BRD mitbetrifft. Bei den AKWs sind ja überall Abklingbecken errichtet worden, wo die Nachzerfallswärme der Reaktorstäbe sich beruhigen soll. Das ist in Japan jetzt ja auch zum Gefährdungspotenzial geworden. Da noch mal eine Frage zu, wie viel Potenzial da drin ist. Und ich habe immer in meinen Büchern darauf hingewiesen, dass sogenannte Atomkraftwerkparks oder Reaktoren, die zu dicht aneinander sind, eine immense Gefahr sind. Wenn zum Beispiel der Reaktor in Brunsbüttel hochgeht und die Radioaktivität rauskommt und in Windrichtung Unterweser, Stade, Brockdorf oder Krümmel geht, dann herrscht dort so eine hohe Radioaktivität, dass die Bedienungsmannschaft innerhalb kürzester Zeit sterben kann. Wenn sie also extrem hohe Radioaktivität abbekommt, dann sehen die aus wie Wunderkerzen und bekommen tödlichen Nervenschock und sind sofort tot. Aber auch sonst, wenn es nicht so viel Radioaktivität ist, man kann zwar in Reaktoren Überdruck erzeugen, aber diese Menschen müssen atmen. Das heißt, irgendwann muss Atemluft rein. Und gewisse Substanzen, wie zum Beispiel radioaktive Edelgase oder radioaktives Kohlenstoff, Tritium, Plutonium und dergleichen, die lassen sich nicht raushalten. Die sind so klein, beziehungsweise gehen keine Verbindung ein, dass die automatisch mit reinkommen. Und dann werden diese Menschen, wenn die Werte hoch sind, sterben. Das heißt, dieser Reaktor kann nicht mehr gefahren werden. Und wenn irgendwas explodiert, dann kann man die auch nicht mehr fernsteuern. Das heißt, es geht alles hoch, wie wir es in Japan ja gerade erleben. Da sind praktisch 6 Blöcke davon betroffen und das Brennelementelager. Dort werden die abgebrannten Brennelemente, die 6 Jahre im Reaktor drin sind, die werden dort in Wasser gekühlt, damit die Radioaktivität so weit abklingen kann in den nächsten Jahrzehnten und Jahren, dass man sie dann eventuell in Wiederaufbereitungsanlagen bearbeiten kann. In einer Wiederaufbereitungsanlage werden diese 4 Meter langen Stäbe in fingerlange Stücke zerhackt. Das Ganze wird in flüssige Säure gegeben und man versucht dann das Plutonium
und das Uran wieder rauszuziehen, das eine für Atombomben oder um sie wieder in Reaktoren als Brennelemente einzusetzen, beziehungsweise um dieses Uran dann für Waffen zu verwenden. Darauf bin ich ja schon eingegangen, um dann diesen Atommüll zu verschießen. Das Ganze ist ein Wahnsinn und man fragt sich eigentlich, mit was für Politikern wir es hier zu tun haben und vor allen Dingen auch auf die sogenannten Maulwürfe, die an allen Parteien sind und die dann immer wieder im Fernsehen verbreiten dürfen, dass wir die Atomenergie als Schlüsseltechnologie und Zwischentechnologie benötigen, weil ja sonst die Lichter ausgehen. Wir sehen ja im Augenblick, sind 7 Reaktoren vom Netz genommen worden, die Lichter gehen nicht aus, und wenn dann nur als Warnung der Atomindustrie, um uns zu erpressen. Und wir könnten Alternativtechnologien haben, und zwar nicht Reaktoren oder große Sonnenanlagen in Nordafrika, nein, es gibt neue Solarzellen, die praktisch die Photosynthese nachimitieren. Die sind leicht biegbar, billig, hocheffektiv. Ich wünschte mir, dass Dachziegel in Form dieser Technologie gemacht werden, in allen Farben und Formen, und jedes Dach, was gen Süden geht, damit bestückt wird. Dann hätten wir in Deutschland so viel Energie, weil das auch auf Licht reagiert, nicht nur auf Sonnenenergie, das könnten wir gar nicht mehr verbrauchen. Jeder hätte sein eigenes kleines Kraftwerk. Und es wäre völlig harmlos, wir wären unabhängig, ob da die Hochspannungsleitungen brechen im Winter oder bei Erdbeben umkippen oder sonst was, spielt gar keine Rolle mehr dann für uns. Wir haben unser eigenes Kraftwerk. Das will aber die Atomindustrie nicht, weil sie uns erpressen will, weil sie uns ausrauben will. Und sie sagt, sie können all das nicht machen, weil man ja nicht die Hochspannungsleitung haben will. Ich will auch keine Hochspannungsleitung haben. Warum verlegt man sie nicht in die Erde? Weil das teurer ist. Aber dort sind sie vor Witterung und anderen Dingen geschützt. Wir haben es ja erlebt im Winter, dass es regnet und dann die riesen Eiszapfen an den Leitungen hängen und dann ganze Strommasten umkippen und der ganze Stromversorgung dann ausfällt. Das könnten wir alles damit umgehen. Aber es geht immer nur um Geld. Aber bevor wir weitere 200 Milliarden Euro der Atomindustrie als Subvention schenken, sollten wir das Geld lieber in so etwas stecken und das subventionieren und nicht diese todbringende Technologie weiter fördern. Ja, Sie haben ja einen sehr guten Rundum Begriff gegeben über die ganzen Probleme, auf die wir uns eingelassen haben. Ich danke Ihnen für das Interview und Sie werden sicherlich viele Menschen dazu bringen, dass Sie das Ganze nochmal überdenken, im Protest auch äußern, und vielleicht ist dieses fürchterliche Unglück in Japan jetzt ein Teil des Endes der Atomenergie. Ich hoffe es, denn wenn wir nicht zur Vernunft kommen, werden wir uns selbst ausrotten. Und da möchte ich gleich eine Entschuldigung noch anschließen an die junge Generation, an die Kinder, die sich nicht wehren können dafür, dass wir das schlimmst vorstellbare Verbrechen an ihnen begehen, nämlich sie ausrotten. Das macht mich so entsetzlich traurig und wütend. Aber wenn man keine Bücher mehr veröffentlichen darf und unter Totalzensur steht, kann man sich auch nicht wehren. Deswegen wende ich mich direkt über das Internet an die Menschen und hoffe, dass sie zur Vernunft kommen. Ja, vielen Dank für Ihre Unternehmung.